So, guten Tag, meine Damen und Herren. Wir haben ein großes Thema angefangen, nämlich für sehr schwere Probleme, insbesondere für NP-vollständige Probleme, für Problemstellungen, für die man nicht so schöne, einfache Algorithmen hat, wie beispielsweise beim Sortieren oder kürzesten Pfade, für solche Problemstellungen Ideen zu entwickeln, wie man an solche Problemstellungen herangehen kann. Und Sie haben das ja schon beim letzten Mal, ich glaube teilweise auch schon beim vorletzten, ja, schon beim vorletzten Mal gesehen. Es geht wirklich nicht um Algorithmen, wie wir sie kennengelernt haben, sondern um Ideen, um Konzepte für Algorithmen. Und deshalb heißt dieser Foliensatz auch nicht Algorithmen irgendwas, sondern algorithmische Konzepte. Das heißt Gedanken, Grundgedanken, die man im Hinterkopf haben sollte, wenn es darum geht, irgendeine algorithmische Problemstellung anzugehen. Und das ist nicht unwahrscheinlich, sogar sehr wahrscheinlich, dass Sie beispielsweise im Studium, in der Bachelor-Thesis oder in irgendwelchen Praktika oder auch in der Master-Thesis dann unter anderem auch algorithmische Konzepte, also Algorithmen für konkrete Problemstellungen zu entwickeln haben, wovon ich Ihnen hier zumindest einen ersten Einblick geben kann, was sich dahinter verbirgt, was man so alles an algorithmischen Konzepten haben kann und worauf man da so alles achten soll. Denn wir haben ja schon bei den einzelnen algorithmischen Konzepten immer wieder auch kurz angesprochen, ist dafür gut geeignet, ist dafür schlecht geeignet, ist in der Situation gut, in so einer Situation eher schlecht und so weiter. Das heißt, über das hinaus, was Sie im Foliensatz sehen, ist das, was Sie hier nur auf der Tonspur dann haben, durchaus sinnvolle Gedanken, wenn man mal vielleicht auch über die Klausur von der AOD hinausdenkt, für das, was Sie halt dann konkret, wo Sie dann mal konkret mit Dingen konfrontiert sind. Ja, sollten Sie, was wie gesagt nicht sehr unwahrscheinlich ist, sollten Sie mal damit konfrontiert sein im Studium, darüber hinaus irgendein algorithmisches Problem zu lösen, dann vielleicht ist es ja keine schlechte Idee, dass Sie sich dann nochmal das Video hernehmen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lang das Video ist, aber es ist natürlich sehr viel kürzer, um ein Vielfaches kürzer als die Vorlesungsaufzeichnungen zu diesem Foliensatz. Das heißt, es kostet Sie eigentlich geringe Zeit und Sie sind dann wieder auf dem Stand, was Sie da mal gesehen haben vor langer grauer Zeit in der AOD, als Sie diese Veranstaltung belegt haben, was da so alles für grundlegende Konzepte vermittelt worden sind, was die Gedanken dazu waren, zu diesen Konzepten. Algorithmische Konzepte kann man auch so verstehen. Wir haben immer wieder Generizität gesehen, beim Sortieren beispielsweise, dass das Sortierproblem mit paarweisen Vergleichen, dass die Algorithmen auf beliebigen Datentypen, Schlüsselwerttypen arbeiten können und auf beliebigen Vergleichsmaßstäben, ausgedrückt durch Methode Compare einer dazu zu schreibenden Comparator-Klasse. Und im Grunde ist dieser Gedanke hier noch einen Schritt weitergeführt, dass sie generische Algorithmen haben, in denen auch man sich überlegen muss vorher, auf was für Situationen passt das immer, so wie beim Sortieren, passt auf jede Situation, wo es einen Vergleichsmaßstab gibt, oder bei Bucket Sort im Gegensatz zu den Sortieralgorithmen basierend auf paarweisen Vergleichen, der eben nur in den Situationen passt, wo wir sowas wie lexikografischen Vergleich betrachten. Und dann kann man durchaus hergehen und diese Algorithmen so pauschal, so generisch auch implementieren, wie das hier etwa auf diesem Foliensatz gesagt wird. Passt auf jedes Problem mit der und der Eigenschaft. Und was ist dann zu tun? Ein generelles Vorgehen. Starte mit der leeren Auswahl. Natürlich, das ist das etwas sehr Generisches. Ja, es fängt überhaupt nicht von der konkreten Problemstellung ab, was es heißt, mit einer leeren Auswahl zu starten. Und dann brauchen wir nur irgendetwas, so wie wir bei Methode Compare vom Comparator gebraucht haben beim Sortieren, um zu sehen, was ist jetzt, wenn ich zwei Elemente habe, in welcher Reihenfolge sind die eigentlich zu platzieren. Genauso brauchen wir hier eine solche Blackbox, eine solche Methode von einer zu implementierenden Klasse, die dann irgend so ein Interface wie etwa Comparator implementiert,
die einem sagt, eine solche Methode, eine solche Klasse brauchen wir, die einem sagt, was das profitabelste nächste Element ist, das noch nicht ausgewählt ist. Unter allen, die noch nicht ausgewählt sind, was ist das profitabelste? Und dann ein weiteres solche Blackbox, die einem sagt, wenn ich dieses Element zu der bisherigen Auswahl hinzunehme, passt es noch oder passt es nicht? Und das haben wir schon gesehen am Beispiel Kruskal, was tatsächlich ein Greedy-Algorithmus ist für Max Spanning Forest, tatsächlich eine Implementation, eine Spezialisierung dieses generischen Konzeptes. Das profitabelste Element jeweils haben wir dadurch bestimmt, dass wir einfach vorher die Kanten, die wir einfügen wollen, aus denen wir auswählen wollen, sortiert haben, nach ihrem Profit, nach ihrer Länge. Und dann hatten wir diese Union-Find-Datenstruktur, die uns gesagt hat, ob, wenn ich jetzt eine Kante, die nächste Kante, die profitabelste Kante hernehme, die ich noch nicht berücksichtigt habe, ob ich die dazu nehmen kann oder nicht, ob das Ergebnis dann immer noch zu einem spannenden Baum erweiterbar ist oder nicht. Und hier in der AOD können wir das nicht mehr machen, aber in der Vorlesung Optimierungsalgorithmen in den dortigen Programmieraufgabe, die man begleitend zur Vorlesung dann zu erstellen hat, würden Sie sehen, wie das aussieht, solche Algorithmen in Java oder in einer Sprache Ihrer Wahl, solche Algorithmen so zu implementieren, so generisch zu implementieren, dass der Algorithmus selber wirklich nichts anderes ist als das, was da steht, alles andere ausgelagert in solche Blackboxes, die dann irgendwie miteinander agieren müssen. Wir hatten schon Beispiele dafür diskutiert. Rucksackproblem. Anhand dieses Beispiels hatten wir schon beim letzten Mal gesehen, dass es den Greedy-Algorithmus für eine Problemstellung nicht unbedingt gibt. Wir haben zwei verschiedene Varianten uns überlegt. Das eine Mal, dass wir sagen, das profitabelste Element ist das, was uns tatsächlich den größten Profit mit sich bringt, wenn wir dieses Element, wenn wir dieses Gut in unseren Lastwagen packen. Haben festgestellt, dass das vielleicht keine so geschickte Sache ist, dass es vielleicht geschickter ist, das anders zu definieren, was das profitabelste Element ist, nämlich das Verhältnis zwischen dem Profit, den man mit diesem Gut erzielen kann, mit diesem Stück erzielen kann, und dem Gewicht, was das dann eben an Zuladungsmöglichkeiten frisst. Und beim TSB haben wir auch gesehen, dass es den Greedy-Algorithmus nicht gibt. Wir haben zwei Beispiele gesehen, wie man sich so einen Greedy-Algorithmus basteln kann für das TSP, für dieselbe Problemstellung. Es gibt sicherlich auch noch mehr Möglichkeiten als diese beiden. Eine Möglichkeit war, wie bei Kruskal, es ist 1:1 dieselbe Implementation, bis auf die Geschichte mit der Entscheidung, ob man eine Kante hernehmen darf, reinfügen darf oder nicht. Diese Blackbox wäre anders zu implementieren. Bei Kruskal war das einfach zu gucken, ob ein Kreis sich schließt. Hier beim TSP wäre zu gucken, eine Kante darf man nur reinnehmen, wenn nicht plötzlich an einem Knoten drei Kanten dran sind, denn bei einer Rundtour sind ja zwei Kanten nur dran. Und es wäre zu prüfen, ob sich nicht eine Subtour schließt auf weniger als allen Knoten. Aber ansonsten ist es ist exakt dieselbe Implementation. Das ist eine Möglichkeit. Und wir hatten schon gesagt, diese Möglichkeit, die sich 1:1 anlehnt als den Algorithmus von Kruskal, den Sie kennen, die ist besonders gut beispielsweise geeignet, wenn Sie Zusatzbedingungen haben, dass bestimmte Knoten, Die ist besonders gut beispielsweise, sollte gut geeignet sein bei geografischen Beispielen, wo Sie dann zunächst einmal kleine Kanten überall hernehmen zwischen benachbarten Städten und dann nach und nach immer weiter entfernte Städtepaare berücksichtigen. Da sollten schon ganz ordentliche Lösungen rauskommen. Ein anderer Greedy-Algorithmus, genau dasselbe Prinzip, mit der genau derselben generischen Implementation, nur dass eben die
die Erweiterung, was als nächstes als Kant in Frage kommt, anders zu implementieren ist, nämlich dass sie immer einen Pfad haben und immer den Pfad um eine Kante verlängern, solange bis sich dann am Ende eine Rundtour schließt. Das heißt also, solange sie nicht alle Knoten besucht haben, gehen sie immer zu einem unbesuchten Knoten weiter, haben dann natürlich eine Auswahl, zu welchem sie dann gehen. Und wenn sie alle Knoten besucht haben, dann gibt es nur noch die Möglichkeit, dass sie zum ersten Knoten zurückkommen. Das ist besonders gut geeignet, dieser Greedy-Algorithmus fürs TSP, wenn Sie beispielsweise Reihenfolgebeziehungen haben, dass Sie an einer Stelle Fracht aufnehmen und an der anderen Stelle dann wieder die Fracht abgeben. Dann muss natürlich die Reihenfolge gewahrt bleiben, erst Fracht aufnehmen, dann Fracht abgeben. Das heißt also, solange Sie noch nicht den Knoten in der Tour haben, bei dem Sie die Fracht aufnehmen, dürfen Sie nicht den Knoten reinnehmen, bei dem Sie diese Fracht wieder abgeben. Oder Zeitfenster, Pizza-Auslieferungsservice, dass Sie immer den Knoten hernehmen. Nur einen Knoten hernehmen, der als nächstes dann in sein Zeitfenster passen würde, wenn Sie den jetzt dazu nehmen, wenn Sie die Tour da erweitern. Und wenn Sie mehrere davon haben, dass Sie den nehmen, wo das Zeitfenster am schnellsten geschlossen ist oder so etwas. Das wäre der profitabelste Knoten, der am dringlichsten ist, dass er jetzt endlich mal in die Tour reinkommt. Das hatten wir schon alles gesehen. Steinerbaum haben wir noch nicht gesehen. Sie erinnern sich an das Steinerbaum-Problem, eine Verallgemeinerung des Minimum-Spannbaum-Problems. Beim Minimum-Spannbaum-Problem war ein ungerichteter Graph mit Kantenlängen gegeben und Sie sollen einen minimalen Baum finden innerhalb dieser Kanten in diesem Graphen, der alle Knoten miteinander verbindet. Beim Spannbaumproblem haben Sie eine Verallgemeinerung, nämlich dass Sie zusätzlich im Input eine Knotenmenge gegeben haben, eine Teilmenge der Knotenmenge des Graphen, und Sie sollen nur diese Knoten in dieser Teilmenge miteinander verbinden. Und wir hatten gesagt, Minimum-Spannbaum-Problem haben wir gesehen, dafür gibt es effiziente Algorithmen. Steinerbaum-Problem, diese kleine Verallgemeinerung ist MB-vollständig. Deshalb ist sie ja auch hier. Hier kann man sich auf verschiedene Arten und Weisen auch wieder Greedy-Algorithmen ausdenken. Man könnte zum Beispiel hergehen und von irgendeinem Knoten her gucken. Kürzeste Wege kann man da wieder verwenden. Was ist die kürzeste Möglichkeit, zu irgendeinem anderen Knoten zu kommen? Wir wissen nicht, zu welchem anderen, aber irgendwo, was der nächste Benachbarte ist, über einen Pfad, dann gehört dieser Pfad zu dem Steinerbaum dazu, den wir konstruieren. Dann können wir gucken, von diesem Pfad aus, was ist die beste Möglichkeit, zu irgendeinem weiteren Knoten, den wir verbinden müssen, zu kommen. Also von irgendeinem Knoten in diesem Pfad aus zu irgendeinem Knoten in der gegebenen Terminalmenge und so schrittweise weitermachen. Das ist eine Möglichkeit, wie man hier einen Greedy-Algorithmus bauen kann. Also diese Kruskal-artige Möglichkeit, also das ist sehr, sehr ähnlich zum Algorithmus von Prim. Beim Algorithmus von Prim haben wir einen Spannbaum immer in jeder Iteration, der eine gewisse Menge von Knoten umfasst, und dann fügen wir eine Kante ein, die dann den nächsten Knoten mit verbindet, der bisher noch nicht mit drin war. Was ich Ihnen eben als möglichen Greedy-Ansatz genannt hatte, war im Prinzip Verallgemeinerung von Kanten auf Pfade. Das heißt, wir fangen von einem Knoten an, ziehen einen Pfad möglichst nahe zu einem benachbarten, von diesem Pfad aus, von irgendeinem Knoten auf diesem Pfad aus, möglichst nahe zu einem zum anderen Terminal und so weiter und so fort. Das ist sicherlich eine Möglichkeit, die sehr sinnvoll ist. Man könnte auch versuchen, das Kruskal-mäßig anzugehen, dass man eben auch wieder anfängt mit Kanten, eine Kante nach der anderen auszuwählen, egal wie die irgendwie verstreut sind, einfach nur nach ihrer Länge, die kürzeste zuerst, die zweite kürzeste als zweites und so weiter. Aber ich denke, es ist leicht vorstellbar, dass das wahrscheinlich wenig Sinn macht. Also das so zusammenzukriegen, dass dann am Ende ein Steinerbaum rauskommt, da muss man sich schon irgendwelche komischen algorithmischen Gedanken machen, die wahrscheinlich nicht allzu zielführend sind. Mengenpackung und Mengenüberdeckung, also
Überdeckung vor allem. Da erinnern Sie sich vom letzten Foliensatz zur Komplexität algorithmischer Probleme, was das für eine Problemstellung ist. Beispiel war eben, Sie wollen einen deutschlandweiten Vertrieb mit irgendwelchen Zentrallagern, das heißt, Sie aufbauen, das heißt, Sie wollen Zentrallager aufbauen und müssen jetzt auswählen, wo Sie diese Zentrallager überall hinbauen. Und zwar so, dass mit den Auslieferungs-LKWs jeder Kunde in Deutschland erreicht werden kann. Das heißt, jeder Kunde wird von mindestens einem dieser Zentrallager zu bedienen sein. Das ist dann möglich. Das ist die Zielsetzung, denn natürlich wollen Sie, wenn Sie in so ein Geschäft einsteigen, dann ist es ein großer Wettbewerbsnachteil, wenn Sie nicht alle Kunden bedienen können, wenn Sie nur eine Teilmenge der Kunden bedienen können. Auch hier kann man mit Greedy-Algorithmen durchaus sinnvoll vorgehen. Sie können erstmal anfangen. Also was ist die Auswahl? Die möglichen die Standorte der Zentrallager, die Sie auswählen. Sie können zum Beispiel einfach erstmal damit vorgehen, dass Sie das Zentrallager mit dem größten Kundeneinzugsbereich, also mit hernehmen, also wo Sie die meiste Anzahl von Kunden von diesem Zentrallager aus bedienen könnten, wenn Sie dort das Zentrallager an diesem Standort einrichten und dann das zweitgrößte, drittgrößte. So könnte man natürlich vorgehen, ist aber vielleicht nicht so richtig schlau, denn wenn Sie sich vorstellen, Sie haben irgendwo, wo es besonders große Wohnungsdichte, naja, vielleicht zum Beispiel in Berlin Innenstadt da oder München Innenstadt in einer dieser Hochhausgegenden, dann hätten Sie vielleicht zwei Standorte in Berlin-Gropiusstadt oder München-Neuperlach oder wo auch immer, die sehr eng beieinander sind, die beide unheimlich viel Kundschaft bedienen könnten, jeder für sich. Die wären also mit die ersten Kandidaten, aber es macht natürlich keinen Sinn, zwei Standorte zu wählen, die mehr oder weniger dieselbe Kundschaft bedienen. Das heißt also, es wäre sinnvoller, vielleicht an dieser Stelle nicht zu gucken, wie viel Kundschaft kann ein nächster auszuwählender Standort bedienen, sondern wie viel Kundschaft kann er zusätzlich bedienen, zusätzlich zu denen, die durch die jetzige Auswahl schon bedient werden. Das wäre zum Beispiel hier eine sinnvolle Möglichkeit. Klicken und unabhängige Mengen. Sie erinnern sich, was Klicken sind im ungerichteten Graphen. Das sind Knotenmengen, die paarweise miteinander verbunden sind. Daher kommt natürlich auch der Name, dass die in sich in diesem Sinne eine Clique bilden. Und wie kann man jetzt greedy-mäßig versuchen, eine solche Clique möglichst große Clique zu berechnen? Man könnte zum Beispiel so vorgehen, dass man einen Knoten sucht mit sehr hohem Grad, mit sehr hoher Anzahl von anderen mit diesem Knoten verbundenen Knoten, in der Hoffnung, dass dann viele von den Knoten, die diesen Knoten mit diesem Knoten Kante gemeinsam haben, auch untereinander verknüpft sind. Man könnte aber auch so vorgehen, dass man sich als erstes einen Knoten wählt, sodass die zu ihm unmittelbar durch Kanten benachbarten Knoten möglichst stark untereinander verknüpft sind. Das ist wahrscheinlich die bessere Möglichkeit, da vorzugehen. Die zweite Möglichkeit wieder. Oder man könnte sogar noch weiter gehen, einen Knoten ich denke, das wäre schon wahrscheinlich die sinnvolle Möglichkeit, da mit einem Greedy-Ansatz durchzugehen. Greedy ist natürlich nicht die einzige Möglichkeit. Wir werden da noch einen weiteren allgemeinen Ansatz uns anschauen, nachdem wir schon allgemeine Ansätze wie Divide and Conquer und dynamische Programmierung hier gesehen haben. Gut, es gibt noch einiges zu sagen zum Greedy-Ansatz. Wir haben jetzt zwei verschiedene Situationen gesehen, ohne dass ich Sie darauf hingewiesen habe. Das eine ist zum Beispiel beim Algorithmus von Kruskal,
dass sie für minimal spannende Bäume oder maximal spannende Wälder, ist egal, dass sie da vorab die Kanten sortieren können, weil aus dem Grund, weil der Profit jeder Kante durch den Algorithmus durch immer derselbe bleibt. Wir haben Beispiele gesehen jetzt, bei denen das nicht der Fall ist. Also ich habe das jetzt übersprungen, aber will ich jetzt nachtragen. Etwa wenn es um diese Auslieferungslager geht, da war das so, dass der Profit eines neuen Auslieferungslagers, eines neuen Standortes, den wir noch nicht zur Auswahl hinzugenommen hatten, wo wir uns die Frage stellen, wollen wir den zur Auswahl hinzunehmen oder nicht, dass der durchaus abhängt von dem, was wir bisher an Auswahl getroffen haben, nämlich weil ja der Profit für dieses neue Auslieferungslager darin bestehen soll, was der zusätzlich zu den bisherigen Auswahlen an weiteren Kunden überdeckt, die bisher noch nicht überdeckt worden sind. Ja, also je nachdem, wie die Historie bisher war, was wir ausgewählt haben, was wir nicht ausgewählt haben, ist der Profit eines noch als nächstes zu betrachtenden Auslieferungslagers unterschiedlich. Bei Kruskal war das anders. Hier beim Rucksackproblem war es auch so, dass das nicht unterschiedlich ist, sondern immer gleich ist. Ja, wir hatten ja gesagt, der Profit eines Gutes soll der eigentliche Profit sein, den wir damit erlösen können, geteilt durch das Gewicht. Das ist natürlich unabhängig davon, was wir bisher ausgewählt haben und was wir nicht ausgewählt haben. Bei Steinerbaum, das was ich da als Greedy-Algorithmus benannt habe, dass wir erst einen Pfad ziehen, also in einem ersten Schritt, und dann von diesem Pfad aus zu einem nicht allzu weit entfernten nächsten Terminal, um das zu verbinden und so weiter. Da ändert sich natürlich auch die Auswahl des nächsten Terminals, das wir verbinden wollen, von Mal zu Mal, von jedem Schritt zu jedem Schritt. Auch da bleibt der Profit nicht gleich. Warum reite ich darauf so rum? Weil wenn das nicht der Fall ist, dass die Profite sich von Iteration zu Iteration, die Profite der noch nicht ausgewählten Elemente, dass sie sich nicht von Iteration zu Iteration verändern, dann können wir das machen, was wir bei Kruskal gemacht haben, nämlich, dass wir die Elemente einfach vorab absteigend nach ihrem jeweiligen Profit sortieren und einfach in dieser Reihenfolge dann hinterher, nachdem wir sie sortiert haben, durchgehen. Das heißt also, das, was wir bei Kruskal gemacht haben, alle Kanten vorher absteigend oder aufsteigend nach ihren Längen zu sortieren. Absteigend haben wir das da gemacht, ja. Das können wir eben beispielsweise genauso gut beim Rucksackproblem machen, dass wir alle Güter, die wir potenziell in unseren LKW packen können, dass wir die erst einmal absteigend sortieren, nach Profit geteilt durch Gewicht und dann in dieser Reihenfolge durchgehen. Und dann immer halt schauen, das nächste Element in dieser sortierten Reihenfolge, kann ich das noch reinnehmen? Beim Rucksackproblem wäre das eben die Frage, wenn ich dieses Element reinnehme, überschreite ich damit die maximale Zuladung oder nicht? Bitte? Ja, okay. Die Frage war, ich argumentiere hier die ganze Zeit beim Rucksackproblem nur mit dem Gewicht, aber eigentlich müsste ich doch vielleicht auch noch Volumen als beschränkende Größe mit reinbringen. Antwort ist, in der Praxis möglicherweise schon, kommt darauf an, was Sie transportieren. Wenn Sie Goldbarren und Ähnliches transportieren, dann kann Ihnen das Volumen wahrscheinlich egal sein. Dann ist das Gewicht die bestimmende Größe. Wenn Sie hingegen Luftballons transportieren, dann kann Ihnen das Gewicht egal sein. Da ist das Volumen die einzig bestimmende Größe. Sonst müssten Sie über diese Situation hinaus, die wir hier betrachten, natürlich beides. Wobei Volumen natürlich, das reine Volumen als Maßzahl wäre natürlich auch nicht ausreichend. Da müsste man dann auch noch weiter da hineinschauen. Ja. Wir betrachten das hier im allereinfachsten Fall, weil das ja nur eine Einführung, ein erster Einblick ist, aber Sie haben natürlich recht. Das führt dann zu ganz interessanten, spannenden Problemstellungen, wie man die einzelnen
Dinge zusammenpackt. Ja, denken Sie an Paketdienst, der Pakete verschiedener Größe, verschiedenen Gewichts dann auch noch übereinander stapeln muss, sodass die robusten Pakete unten sind und die fragilen Pakete eher oben sind oder ähnliche Sachen. Aber die ganzen Ansätze, die wir hier betrachten, die lassen sich dann durchaus auch auf solche Situationen übertragen. Da wäre beispielsweise dann der Profit eines Objektes, das wir hineinnehmen, durchaus abhängig davon, was wir schon drin haben. Nämlich am Anfang würde man sagen, schwere, große, robuste Teile haben mehr Profit. Und wenn die ganze Fläche belegt ist und es langsam daran geht, hochzustapeln, dann würde man sagen, schwere, robuste Teile hätten wahrscheinlich weniger Profit, die will man dann gar nicht mehr haben oder kann man gar nicht mehr bauen, nachdem man überall fragile Pakete hat, dann nicht noch irgendwie ein tonnenschweres Paket obendrauf. Ist Ihre Frage soweit beantwortet oder? Okay. Gut. Also, die Erfahrung ist, wenn man den Greedy-Ansatz vernünftig macht, ja, da, wir hatten ja jetzt schon davon gesprochen, was man da in verschiedenen Situationen, was besser funktionieren sollte, was weniger gut funktionieren sollte. Und Sie sehen, das sind Dinge, darüber kann man sich vernünftige Gedanken vorher machen. Es mag manchmal Situationen geben, in denen Sie den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen und sich gar nicht richtig vorstellen können, sollte ich das so realisieren, den Greedy-Ansatz, oder sollte ich den so realisieren, dann werden Sie wahrscheinlich doch dazu kommen müssen, verschiedene Ansätze zu implementieren und auszuprobieren, was dann in der Realität am besten funktioniert. Aber oft genug kann man auch schon sinnvolle Designentscheidungen vorab treffen, dass man sagt, in der und der Situation ist es sinnvoll, den Greedy-Algorithmus so und so zu definieren und nicht so und so. Also zu definieren, was ist eine profitable Lösung und dann... Ja, das ist eigentlich der wesentliche Punkt, an dem sich verschiedene Implementationen des Greedy-Ansatzes für dieselbe Problemstellung unterscheiden. So, Algorithmus Kruskal haben wir schon gesehen. Es gibt Fälle, bei denen der Greedy-Algorithmus garantiert die optimale Lösung liefert. Das haben wir bewiesen, ohne davon zu sprechen, dass der Algorithmus von Kruskal einfach nur eine Realisierung des Greedy-Algorithmus für diese spezielle Problemstellung ist. Maximal spannende Wälder, ist aber im Allgemeinen nicht immer so. Die ganzen Beispiele, die ich Ihnen eben gesagt habe, die sind ja alle MP-vollständig. Das Rucksackproblem, TSP, Steinerbaum, Mengenüberdeckung, Clique, alle MP-vollständig. Wenn man da die Situation hätte, wie beim minimal spannenden Baum oder maximal spannenden Wald, wie beim Algorithmus von Kruskal, dass der Greedy-Algorithmus garantiert die optimale Lösung liefert, naja, dann wäre P gleich NP. Und da man seit 40 Jahren darüber nachdenkt oder mehr als 40 Jahren darüber nachdenkt, ob P gleich NP ist oder nicht, ist die Wahrscheinlichkeit nicht allzu groß, dass man das auf die einfache Art und Weise da hinbekommen könnte. Irgendein Greedy-Ansatz für eine dieser Problemstellungen, der tatsächlich garantiert optimale Lösungen liefert. Und tatsächlich ist es auch so, man wird sicherlich immer Beispiele so konstruieren können, künstliche Beispiele dann so konstruieren können, dass der Greedy-Ansatz beliebig schlechte Lösungen liefert. Ich will darauf nicht weiter eingehen hier, das würde hier zu weit führen. Darauf gehe ich dann in der Vorlesung Optimierungsalgorithmen ein, nur so als Stichwort genannt. Man kann beweisen, der Greedy-Algorithmus liefert genau dann immer unter allen Umständen eine optimale Lösung bei einer algorithmischen Problemstellung, wenn diese algorithmische Problemstellung eine gewisse Struktur hat, die Sie in den Lehrbüchern unter dem Begriff Matroid finden. Will ich, wie gesagt, nicht weiter darauf eingehen. Das führt hier an dieser Stelle in diesem Pflichtfach im zweiten Fachsemester zu weit. Haben Sie spontan an dieser Stelle noch Fragen, Anmerkungen? Gut, natürlich kann man das Ganze auch noch verallgemeinern.
Bis jetzt haben wir den Greedy-Algorithmus in seiner klassischen Form gesehen, nämlich, wie wir eben gesagt hatten, ganz zu Anfang des Termins heute, anwendbar auf Problemstellungen, bei denen die Lösungen Auswahlen aus einer Grundmenge sind. Ja, Rucksackproblem, da ist es ganz eindeutig. Da wählen wir aus den Gütern welche aus, die wir in den Lastwagen packen wollen, um sie zu verkaufen. Mengenüberdeckung war es auch ganz eindeutig. Wir wollen Standorte auswählen, aus denen, die wir als Auslieferungslager hernehmen, um alle Kunden in Deutschland zu erreichen. Beim TSP, beim Steinerbaumproblem, beim Minimumspannenbaumproblem hatten wir es jeweils mit einer Auswahl von Kanten zu tun. So, es ging immer um Auswahlen bisher, aber das kann man natürlich auch verallgemeinern. Und wenn man das verallgemeinert, dann bekommt man eine ganze Menge von verschiedenen Problemstellungen hinzu, die man nicht als Auswahlprobleme in dieser Form sehen kann. Was ist denn so eine Auswahl? Was machen denn diese Greedy-Algorithmen? Vielleicht gehen wir noch mal ganz kurz zurück auf die entsprechende Folie. Hier, generelles Vorgehen, starte mit der leeren Auswahl und guck dir jeweils das profitabelste Element ein und entscheide, ob du das hinzunimmst zur Auswahl oder nicht. Was ist eine solche Auswahl? Ist eine Entscheidung, eine sukzessive Entscheidung, eine iterative Abfolge von Entscheidungen. Für jedes einzelne Element entscheiden wir, ob wir es zur Auswahl hernehmen oder nicht. Und nachdem wir diese Entscheidung einmal getroffen haben, machen wir es in diesem einfachen Greedy-Ansatz nie wieder rückgängig, sondern zu dieser Entscheidung stehen wir. Auch wenn sie greedy, kurzsichtig ist und uns potenziell später den Weg zu richtig guten Lösungen theoretisch verbauen könnte, in der Praxis aber eigentlich ganz gut funktioniert. So. Jetzt wieder hierhin, greedy verallgemeinert, dass wir sagen, eine Lösung kommt durch Entscheidungen, durch eine iterative Folge von Entscheidungen zustande. Wir haben eine Schleife und jede einzelne Iteration treffen wir eine Entscheidung. Ja? Dann haben wir sofort beispielsweise solche Dinge dabei wie Stundenplanerstellung an der TU Darmstadt, eine Schleife über sämtliche Lehrveranstaltungen. Wir fangen sinnvollerweise an mit der Lehrveranstaltung, die am schwierigsten einzuplanen ist. Das ist jetzt nicht die AOD, aber die ist schon ziemlich weit vorne. Platzieren die irgendwie vernünftig? Keine Ahnung, bei der ersten haben wir ja eigentlich freie Auswahl, montags morgens um 8 oder wie auch immer, und gucken dann schrittweise nach, wo wir die weiter platzieren, welche Entscheidungen wir für jede treffen, unter Berücksichtigung, dass das alles zusammenpassen muss natürlich. Oder Platzierungsprobleme, wir hatten Mikrochips-Platzierung, dass auch hier eine Abfolge von Entscheidungen, wir platzieren dieses Element dort auf dem Mikrochip, wir platzieren das dort und so weiter und so fort. Treffen diese Entscheidung und machen sie nie wieder rückgängig. Und kurzsichtig heißt, also greedy hatte ich ja gesagt, übersetzt man typischerweise mit gierig. Greed is good. Sie kennen diesen Spruch aus den 80er Jahren? Haben Sie von diesem Spruch schon mal gehört? Greed is good. Gier ist gut. Ich fühle mich jetzt ehrlich gesagt etwas alt. Bitte? Saturn-Werbung. Oh, Entschuldigung. Nee, die heißt anders. Greed is good stammt aus einem Film namens Wall Street. Und ja gut, brauche ich nichts weiter dazu zu sagen. Aber ganz so gut ist es natürlich nicht, weil wir nicht, in der Regel nichts garantieren können, dass da am Ende wirklich eine gute Lösung rauskommt in der Praxis, wenn man es geschickt anstellt oder wenn man nicht zu ungeschickt ist, funktioniert es aber erfahrungsgemäß ganz gut. Wir gucken uns also immer an, unter allen Optionen, die wir noch zur Auswahl haben, was ist jetzt die beste? Ja, wir haben jetzt das nächste Element zu platzieren, gucken uns an, nach unseren Vorstellungen, wie es dann weitergehen müsste mit der Verdrahtung, wo platzieren wir das am besten hin, platzieren wir es dann in diese freie Fläche, da unten rechts oder eher nach oben links, abhängig davon, mit welchen anderen schon platzierten Stücken man das Ganze noch später verdrahten muss und so weiter. Ohne zu gucken, was wird denn mit den
noch zu platzierenden weiteren Elementen sein. Das ist natürlich, also an dieser Folie sehen Sie schon, was der große Nachteil von diesem einfachen Greedy-Algorithmus ist, nämlich, dass Sie, wenn Sie einmal eine Entscheidung getroffen haben, kurzsichtig, und diese niemals rückgängig machen werden, dann verbauen Sie sich Möglichkeiten, später das besser zu machen. Wir hatten noch ein anderes Beispiel dafür, fällt mir gerade ein, bei Komplexität algorithmischer Probleme, Sie erinnern sich vielleicht, da hatten wir das Layout eines Absatzes. Nämlich, Sie haben einen Text gegeben und Sie wollen Zeilenumbrüche so reinbauen, dass die einzelnen Zeilen nicht allzu hässlich werden. Das kann man auch greedy-mäßig vorgehen. Man nimmt sich die erste Zeile her und platziert und packt da so viel rein, wie geht, damit das schön aussieht. Nimmt die nächste Zeile her, packt da so viel rein, wie möglich, damit es eben keinen Sperrdruck gibt und so weiter und so fort. Und je weiter Sie gehen, umso mehr werden Sie sehen, dass die Zeilen immer hässlicher werden, nach unten hin immer hässlicher. Und deshalb hatten wir gesehen, als Beispiel für Reduktion einer Problemstellung auf eine andere Problemstellung, dass wir das besser reduzieren auf ein kürzestes Faderproblem, wo diese Problematik nicht auftritt, die wir bei so einem greedy-mäßigen Ansatz hätten. Ich habe damals auch gesagt, es sieht für mich ganz danach aus, als ob Word nach so einem greedy-mäßigen Ansatz gehen würde, denn manchmal kriegt man das ja hin, dass der Aufbau des Textes so langsam ist, dass man dann sieht, wie der offensichtlich entstanden ist. Aber soweit ich sehe, gibt es dann auch hinterher noch Nachbesserungen. Also nachdem das erstmal gesetzt worden ist, ändert sich dann hinterher noch was. Pünktlich, wenn man irgendwo hintippt und plötzlich ändert sich der Text darunter. Ich weiß nicht, haben Sie das schon mal erlebt? In Word? Der Absatz ist aufgebaut, Sie klicken irgendwo hin, fangen an zu schreiben und in dem Moment ändert sich noch was am Layout des Absatzes und Sie schreiben plötzlich an einer ganz anderen Stelle los, als Sie eigentlich hingeklickt hatten. Weil der Text sich darunter geändert hat. Sind Sie da schon mal untergekommen? Also mir passiert das laufend. Ich finde es sehr, sehr ärgerlich. Man muss langsamer vorgehen, um das zu vermeiden. Also langsamer tippen, als man eigentlich könnte. Gut, also das ist das Problem, wenn wir Greedy-Algorithmus haben. Wir treffen kurzsichtige Entscheidungen und verbauen uns damit potenzielle Möglichkeiten, zu richtig guten Lösungen zu kommen und kommen dementsprechend am Ende zu einer nicht so guten Lösung hin. So, das kann man natürlich relativ einfach nicht beheben, dieses Problem, aber mildern. Indem Sie versuchen, schon ein bisschen vorauszuschauen und zu gucken, auf dem Weg, auf dem ich mich gerade bewege, das sieht ganz danach aus, dass ich später da in Situationen reinkomme, in denen das Ganze ziemlich hässlich wird, in denen die Lösung, die weiteren Entscheidungen so zu treffen sind oder nur noch Optionen für die weiteren Entscheidungen übrig bleiben, die mich nicht glücklich machen, die mir dann am Ende eine ziemlich schlechte Lösung bauen, dann eben versuchen zu gucken, woran liegt das denn? Welche Entscheidungen, die ich bisher getroffen habe, sind so schlecht, sorgen dafür, sind die Hauptursache dafür, dass das Ganze nicht vernünftig läuft, gehen zurück, machen Entscheidungen rückgängig, die wir schon getroffen hatten, so lange, bis wir die Ursachen, die wir identifiziert haben, oder wenigstens eine dieser Ursachen entfernt haben, und treffen dann die nächste Entscheidung anders und gehen dann von da aus weiter. Gut, dieser letzte Punkt, beim zweistufigen Vorgehen sinnvoll. Sie erinnern sich, ganz zu Anfang hatten wir zweistufige Vorgehen uns angeschaut, ist auch da sinnvoll. Man trifft die erste Entscheidung, man trifft in der ersten Stufe die Entscheidungen, guckt dann, was passiert in der zweiten Stufe, versucht dann daraus wieder Rückschlüsse zu gehen. Wenn das Ganze nicht vernünftig aufgeht in der zweiten Stufe, geht man zurück, versucht daraus zu lernen, zu identifizieren, was sind die Probleme, wo hakt es denn, an welchen Stellen ist nicht genug Kapazität da gewesen, im Gegensatz zu dem, was man gedacht hat, und dann wieder zurück zur ersten Stufe, da wieder neue Kapazität reinbauen und so weiter.
Gut, das mehr möchte ich jetzt zum Greedy-Algorithmus nicht sagen. Da kann man noch beliebig viel, natürlich wie zu jedem anderen Thema, sagen. Es sei denn, Sie haben da jetzt noch konkrete Fragen oder Anmerkungen zum Greedy-Algorithmus. Gut, wenn das nicht der Fall ist, dann möchte ich zu einem nächsten algorithmischen Grundidee kommen, die nennt sich lokale Suche. Was Sie hier wiedersehen, ist das Beispiel vom TSP, was wir schon mal hatten. Nämlich, Sie erinnern sich, was die Problemstellung ist. Gegeben sind die Knubbel hier, die Punkte in der Ebene, endlich viele, gesucht. Der Output ist ein geschlossener Streckenzug, und zwar einer, der möglichst kurze Gesamtstrecke hat. Ich hatte Ihnen schon gesagt, wenn die Länge einer Kante hier in diesem Streckenzug, wenn die Länge die euklidische Distanz ist, dann kann man hier mithilfe der Dreiecksungleichung einsehen, dass das nicht die optimale Rundtour sein kann, wenn hier so eine Kreuzung drin ist. Können Sie sich gerne zu Hause überlegen, warum das der Fall ist, oder hier mal schnell auf Papier ausprobieren. Brauchen wir nicht drauf eingehen, darum geht es hier nicht. So, der Greedy-Algorithmus, wie wir ihn eben kennengelernt haben, ist das Grundprinzip, wir fangen mit was Leerem an und bauen die Lösung Schritt für Schritt auf. Ja? Wir wählen Schritt für Schritt Elemente aus, wir treffen Schritt für Schritt Entscheidungen, Platzierungsentscheidungen, wo packen wir die AOD hin im Stundenplan, solche Platzierungsentscheidungen beispielsweise. Lokale Suche geht völlig anders vor, auch wenn es zunächst einmal so aussieht, als ob es dasselbe wäre, und sehr häufig, muss ich sagen, leider, sehr häufig auch von Studierenden verwechselt wird, sogar manchmal von Studierenden in der Vorlesung Optimierungsalgorithmen, nicht nur in der AOD, aber es sind zwei grundsätzlich verschiedene algorithmische Konzepte, denn hier bauen wir nicht schrittweise eine Lösung auf, sondern wir fangen an mit einer Lösung, die wir irgendwo her haben, zum Beispiel durch einen Greedy-Algorithmus. Ja, durch einen Greedy-Algorithmus haben wir uns irgendeine erste Lösung gebastelt und dann fangen wir an, schrittweise diese Lösung zu modifizieren, mit der Zielsetzung, schrittweise zu immer besseren Lösungen zu kommen. Das will ich Ihnen an diesem Beispiel zeigen, was ich damit meine. Vielleicht hier, also ich nehme nicht dieses Beispiel konkret her, sondern schematisch hier. Das ist eine Rundtour. Und auch hier wieder, das kann auf keinen Fall optimal sein, wenn die Kantenlängen euklidische Längen sind. Klar, wenn es irgendwelche anderen Längen sind, kann es beliebig anders aussehen. Dass wir uns irgendwelche zwei Kanten rausschmeißen aus unserer Lösung. Hier, die zwei zum Beispiel. Und dass wir diese zwei Kanten ersetzen durch zwei andere Kanten. Wobei wir dann noch gucken müssen, wenn Sie mal genau hinschauen, müssen wir hier noch ein bisschen mehr machen, als nur diese zwei Kanten rauszuschmeißen hier und dann diese zwei Kanten einzufügen. Denn wenn Sie hier schauen, hier war dieses Segment der Rundtour so herum orientiert und jetzt ist es so herum orientiert. Das müssen wir natürlich machen. Da kommen Sie nicht drum herum, können es ausprobieren, wie es funktioniert. Es geht nicht anders. Durch die Orientierung der Kanten, die jetzt so ist, und wenn Sie jetzt hier die beiden Segmente anders miteinander verbinden wollen, dann müssen Sie eines dieser beiden Segmente umdrehen, damit es in der Orientierung der Rundtour wieder zusammenpasst. Ja, das kann man. Das heißt, es läuft letztendlich darauf hinaus, wir gucken uns alle Paare von Kanten an und überlegen uns, wenn wir diese Operation durchführen, diese beiden Kanten rausschmeißen und dafür die entsprechenden anderen zwei Kanten reintun, würde das eine Verbesserung ergeben, ja oder nein? Und wenn es eine Verbesserung gibt, dann wählen wir das auf. Und wenn wir mehrere zur Auswahl haben, die eine Verbesserung ergeben würden, eine kürzere Rundtour, dann wählen wir halt die zum Beispiel, entweder die erste, die wir so sehen beim Durchlauf durch alle Kantenpaare,
oder die mit dem größten, mit der größten Verbesserung, mit dem größten Verbesserungsschritt oder wie auch immer. Das kann natürlich auch noch erweitert werden, können Sie sich überlegen, dass man nicht nur zwei Kanten rausnimmt, sondern zum Beispiel drei Kanten rausnimmt, dann haben wir drei Segmente, die übrig bleiben und dass man diese drei Segmente durch dann drei neue Kanten wieder miteinander vernetzt und dann auch wieder entsprechend Segmente, wo es notwendig ist, umdreht. Hätte den Vorteil, dass man mehr Möglichkeiten zur Auswahl hat, wie man zu einer Verbesserung kommen könnte in einer Iteration, hat den Nachteil wiederum, alle Kanten Triple durchzugehen, kostet natürlich mehr Aufwand pro Iteration, als alle Kantenpaare durchzugehen. Da muss man dann entscheiden, jeden dieser Fälle implementieren vielleicht und dann gucken, welcher von denen funktioniert in der Praxis am schnellsten in Ihrem konkreten Anwendungsfall. Da wird man vielleicht nicht unbedingt vorhersehen können, was jetzt am besten funktioniert. Na ja, gut, bei geografischen Fällen, wo Sie wieder Städte miteinander verknüpfen wollen durch eine Rundtour, kann man sich gut vorstellen, dass es wahrscheinlich wenig Sinn macht, Dreier- oder Vierer-Kantenmengen auszutauschen, weil das dann zwangsläufig immer komplizierter wird. Das führt wahrscheinlich nicht zu guten Lösungen unbedingt. Beim geografischen würden Sie im geografischen Fall, wo alles ja auf der Erdoberfläche ist, würden Sie vielleicht auch ganz anders hier vorgehen, dass Sie versuchen, durch kleine geografische Umorganisationen dann von einer Lösung zur anderen zu kommen. Ja, dass Sie also vielleicht, wenn Sie bisher in Ihrer Lösung drin hatten, dass Sie von Darmstadt nach Frankfurt nach Langen gehen und dann weiter, dass Sie stattdessen von Darmstadt nach Langen nach Frankfurt gehen und dann weiter. Solche Sachen würden Sie vielleicht bei so einem geografischen TSP-Fall machen. Ja, so könnte man zum Beispiel diese Idee implementieren. Das heißt also, wir beginnen mit einer Startlösung und solange wir eine Möglichkeit finden, so ein Kantenpaar finden, dessen Ersetzung durch ein anderes Kantenpaar zu einer Verbesserung, zu einer Verkürzung führt, solange machen wir das. Und wenn wir keins mehr finden, dann ist der Algorithmus zu Ende. Dann hat er nicht das absolute Optimum im Allgemeinen gefunden, aber schon mal eine bessere Lösung als die, mit der wir gestartet sind. Oder nehmen wir Rucksack. Ich sollte vielleicht den Begriff Nachbarschaft hier einführen, das habe ich hier versäumt. Das ist eine Relation auf den Lösungen. Das hier ist eine Lösung. Und das hier unten ist eine benachbarte Lösung. Die beiden Lösungen sind benachbart, weil man einfach mit einem Schritt zwei Kanten raus, zwei Kanten rein von der einen Lösung zur anderen kommen kann. So, und diesen Begriff werden Sie in der Literatur dazu finden, Nachbarschaftsrelation auf der Lösungsmenge. Natürlich abhängig davon, wie Sie von einer Lösung zur anderen kommen, ob Sie hier zwei Kanten ersetzen oder drei Kanten ersetzen oder was auch immer. So, das ist der Nachbarschaftsbegriff. Rucksackproblem kennen Sie auch. Nochmal, was war das? Wir haben einen LKW mit einer maximalen Zuladung. Wir haben Güter, die wir vertickern wollen auf dem Bazar. Und jedes Gut hat ein Gewicht, was natürlich dann, wenn wir es reinnehmen, den Rest maximale Zuladung dementsprechend verringert und hat einen geschätzten Profit, für den wir dieses Gut dann auf dem Bazar loswerden können. Und natürlich können wir auch hier wieder einen nachbarschaftsbasierten Ansatz anwenden. Wir fangen mit einer Lösung an, zum Beispiel auch hier wieder mit der Greedy-Lösung. Und was einem vielleicht als erstes in den Sinn kommt, ist, dass wir so ähnlich wie wir es eben hatten, zwei Kanten werden ersetzt durch zwei andere Kanten, dass wir es hier haben, wir nehmen ein Objekt raus und ersetzen das durch ein anderes Objekt. Das ist eine schlechte Nachbarschaft, auch wenn es naheliegend ist, also so sollte man das sicherlich nicht machen, denn wenn ich immer nur
von der Startlösung ausgehend iterativ immer gucke, ein Objekt durch ein anderes rausnehmen, nächste Iteration auch wieder ein Objekt raus, ein Objekt rein und so weiter, dann kann ich ja die Anzahl der Objekte niemals verändern. Es kann aber sein, dass die Anzahl der Objekte in meiner initialen Lösung alles andere als optimal ist. Es kann sein, dass ich da dass meine initiale Lösung, mit der ich diesen Prozess gestartet habe, dass die sehr schlecht gewählt ist, ja, dass die guten Lösungen eine andere Anzahl haben, mehr oder weniger Objekte, kann ich ja nicht wissen. Und wenn ich mit dieser schlechten Nachbarschaft durchgehe, dann komme ich dann eben entsprechend niemals in die Nähe der guten Lösungen. Was man natürlich besser dann machen kann, ist dafür zu sorgen, dass man tatsächlich auch die Anzahl der Elemente in der Lösung von Schritt zu Schritt variiert, dass man zum Beispiel auch einen Schritt erlaubt, wo ein Element rausgenommen wird oder zwei Elemente rausgenommen wird und dann kommt wieder ein Element rein und so weiter. Oder eben beides, eben dass Elemente raus und Elemente gleichzeitig reingenommen werden. So, der ganze Algorithmus sieht dann so aus, der passt auf diese eine Folie und tatsächlich, wie gesagt, auch wie beim Greedy-Algorithmus, in der Vorlesung Optimierungsalgorithmen, bei der Programmieraufgabe geht es unter anderem darum zu sehen, dass man solche generischen Algorithmen, solche generischen algorithmische Ansätze, wie etwa Greedy und lokale Suche oder wie die anderen, die Sie gesehen haben, dass man die genauso generisch implementieren kann in Java oder was auch immer. Und die ganzen Einzelaspekte der Problemstellung, die Sie damit lösen wollen, sind dann solche Blackboxes, sodass Sie einmal den Algorithmus implementieren müssen und dann für alle möglichen Problemstellungen diese Implementation des Algorithmus haben. Wie beim Sortieren, einmal ein Sortieralgorithmus basierend wie Quicksort oder Mergesort und für jeden Datentyp und für jeden Vergleichsmaßstab funktioniert dieser Algorithmus. So, also, wie funktioniert lokale Suche jetzt ganz allgemein? Wir fangen an mit irgendeiner Startlösung beim TSP, mit irgendeiner Rundtour, beim Rucksackproblem, mit irgendeiner Auswahl von Gütern, die wir in den LKW vielleicht mitnehmen wollen. Und dann haben wir wieder eine Schleife. Wir können das natürlich auch als Rekursion implementieren, aber ich denke, Schleife ist die natürlichere Sichtweise hier. Wir gucken uns an, ob es Möglichkeiten gibt, die aktuelle Lösung so zu modifizieren, dass die daraus entstehende modifizierte Lösung besser ist. Ja, wie beim TSP, wir gucken uns alle Kantenpaare an und gucken uns an, was passiert mit der Gesamtrundtourlänge, wenn wir diese zwei Kanten rausnehmen und dafür die entsprechenden zwei anderen Kanten reinnehmen. Wird das insgesamt kürzer oder nicht? Wenn es kürzer wird, haben wir dazu einen Kandidaten. Und hier ist noch ein Freiheitsgrad drin, den ich kurz angesprochen habe, den ich hier nicht thematisiert habe, nämlich man kann vielleicht das erste Paar von Kanten hernehmen, das diese Eigenschaft erfüllt, dass es zu einer Verbesserung führt. Das erste, was man gesehen hat, man kann vielleicht alles durchgehen und dann sich merken, was war das beste Paar von Kanten, was zur größten Verbesserung geführt hat. Und da kann man sich auch noch andere Dinge überlegen, Kompromisse zwischen beiden. Und muss dann halt empirisch durch Computerstudien ausprobieren, was in konkreten Anwendungsfall das da am besten funktioniert. Falls es keine Verbesserungsmöglichkeit gibt, terminieren wir. Und falls es doch eine Verbesserungsmöglichkeit gibt, nehmen wir irgendeine davon und das ist dann unsere neue aktuelle Lösung. Hat erstmal den Vorteil, wie bei der Greedy-Algorithmus, lässt sich ihn extrem gut, extrem schnell, extrem einfach implementieren. Was ja erstmal ein wichtiger Vorteil ist, denn nicht nur die Güte des Ergebnisses spielt hier eine Rolle bei ökonomischen Überlegungen, sondern natürlich auch die Arbeitszeit der Softwareentwickler spielt eine wichtige Rolle. Und wenn es nicht dringlich notwendig ist, dass man die Güte des Ergebnisses so gut wie möglich macht, wenn man einfach zufrieden ist mit einer Pi mal Daumen guten Lösung, dann kann es durchaus sein, dass in der Abwägung, in der ökonomischen Abwägung, die Arbeitszeit des Softwareentwicklers wichtiger ist als die Güte des Ergebnisses.
und das den Ausschlag gibt, dass man sagt, ach komm, wir implementieren einfach nur so einen einfachen Greedy-Algorithmus und wenn der schon gute, vernünftige Lösungen liefert, dann lass gut sein. Oder so eine lokale Suche, braucht man nicht mehr weiter zu gucken. Aber oft genug geht es ja um viel bei der Lösung, dass sie da eine richtig gute Lösung doch brauchen. Da wird man sicherlich noch einen Schritt weiter gucken müssen. Und nicht nur einfach zufrieden sein mit dieser generischen lokalen Suche, so wie man nicht einfach zufrieden sein kann mit dem Greedy-Algorithmus, sondern solche Sachen wie Backtracking macht, die wir eben gesehen haben. Hier ist es auch so, es gibt eine unzählige Fülle von verschiedenen algorithmischen Ansätzen, wie man lokale Suche verbessern kann, um dieses Problem zu beheben, dass man eben da, wo man landet, wo es keine Verbesserungsmöglichkeiten gibt, dass das immer noch theoretisch beliebig schlecht sein kann. Ja, oft genug ist es gut, sehr gute Lösung, aber keine Garantie und leider durchaus öfters mal auch schlecht. Darüber könnte man eine ganze Vorlesungsreihe mit 4 Semesterwochenstunden alleine halten und hätte das immer noch nur angekratzt. Das sind Stichworte, die Sie in der Literatur finden. Evolutionsstrategien, genetische Algorithmen, Simulated Annealing. Da gibt es eine ganze Reihe von Schlagwörtern dazu, wo ich natürlich auch in den Optimierungsalgorithmen näher eingehe, aber hier weiter nicht. Die versuchen alle dasselbe, nämlich das aufzuweichen, dass man in dem Moment, wenn es keine Verbesserungsmöglichkeiten mehr gibt, dass man dann terminiert. Die versuchen alle, das irgendwie zu implementieren, dass man nicht in so einer Falle landet. Oder wenn man in so einer Falle landet, dass man dann trotzdem weitergeht und rausgeht. Dass man da, wo es nicht mehr verbessert werden kann, wo wir sozusagen sowas wie ein lokales Optimum haben, so nennt man das dann auch ein lokales Optimum, dass man dann doch wieder rausgeht auf den Berg hoch und dann in der Hoffnung, dass hinter diesem Berg das Tal noch tiefer ist als das Tal, was man bisher gesehen hat und solche Sachen. Das sind so die Ideen, die dahinter stecken, wie man versuchen kann, diese Limitierung, diese Problematik von lokaler Suche zu überwinden. Ich will hier nur eine Verbesserungsmöglichkeit erwähnen, die den Vorteil hat, dass sie sehr, sehr einfach zu implementieren ist und schon durchaus sehr, sehr gute Resultate liefern kann, nur halt durchaus höhere Laufzeiten hat. Das ist der Nachteil von dieser Methode. Das ist ganz einfach. Wiederholte lokale Suche. Das ist im Grunde ein ganz einfaches Prinzip. So oft, wie wir Zeit haben, ja, also nehmen wir mal an, Sie wollen die Lösung innerhalb vom Wochenende haben, starten Sie Freitagabend dann, wenn Sie von Ihrem Arbeitsplatz weggehen, den Algorithmus und der führt diese Schleife immer und immer wieder aus. Und wenn Sie montags die Lösung haben wollen, gucken Sie sich in Ihrem Logfile an, was war die beste bisher gesehene Lösung, terminieren den Algorithmus oder terminiert sich vielleicht montags morgens um 8 schon selber, je nachdem, und hat dann entsprechend häufig immer wieder dieselbe Schleife ausgeführt, nämlich wir beginnen mit einer Startlösung, wie immer, und starten dann eine lokale Suche von dieser Lösung aus. Ups, das habe ich nicht gelb unterlegt. Starten wir eine lokale Suche von dieser Lösung aus. Wie kann man sich das vorstellen mit der Startlösung? Ja, zum Beispiel beim TSP kann man zum Beispiel eine zufällige Permutation der Punkte hernehmen. Ja? Eine Lösung des TSP, einen geschlossenen Streckenzug, können Sie immer auch als Permutation verstehen. Erst kommt der Punkt Nummer 357, dann kommt der Punkt Nummer 521, dann kommt der Punkt Nummer 63 und so weiter und so fort. So können Sie in TSP natürlich eine Rundtour auch beschreiben als Reihenfolge der Punkte auf dieser Rundtour. Und das gibt Ihnen die Möglichkeit, beliebig Startlösungen zu generieren, indem Sie beliebige Permutationen, ja, Karten mischen, indem Sie beliebige Permutationen der Punkte generieren. Und
Wenn Sie da ein paar hundert, ein paar tausend Punkte haben, dann ist es die Wahrscheinlichkeit astronomisch gering, dass Sie zweimal mit derselben Startlösung anfangen, um Ihre lokale Suche zu machen. Ganz im Gegenteil, wenn Sie solche zufälligen Lösungen generieren, dann überdecken Sie im Prinzip ja den ganzen Lösungsraum in gewisser Weise mit Ihren zufälligen Lösungen. Ja, überall in allen Ecken und Enden Ihres Lösungsraums haben Sie da so eine zufällige Lösung gefunden. Das heißt also, Sie starten eine lokale Suche von praktisch überall mal im Lösungsraum, wenn man das so will. Das kann man noch verbessern, ja. Sie haben erstmal 1000 Mal eine zufällige Lösung generiert und starten davon eine lokale Suche, haben dann entsprechend 1000 Ergebnisse Ihrer lokalen Suche in der Hand. Und jetzt gucken Sie, wie sahen die Lösungen aus, wie sahen die Zufallslösungen, die initialen Lösungen aus, wo das Ergebnis der lokalen Suche besonders gut war in diesen ersten 1000 Versuchen. Gucken Sie sich an, was ist das Gemeinsame von denen? Aha, die und die Kante war sehr häufig in diesen guten Lösungen drin. Die und die Kante war sehr selten in diesen guten Lösungen drin. Das heißt also, es scheint gut zu sein, die eine Kante herzunehmen und die andere Kante nicht herzunehmen und dementsprechend adaptiv dann den Zufall so zu steuern, dass vorzugsweise dann im weiteren Verlauf die nächsten Millionen an zufällig generierten Startlösungen überdurchschnittlich häufig die eine gute Kante hat und überdurchschnittlich häufig die schlechte Kante nicht hat. Natürlich nicht nur für eine gute Kante und eine schlechte Kante, sondern durchaus für verschiedene. Das heißt adaptiv, dass wir halt gucken, dass wir halt aus diesen vielen, vielen Zufallsversuchen schauen, was sind denn gute Lösungen, was sind schlechte Lösungen, was sind die Merkmale guter Lösungen, was sind die Merkmale schlechter Lösungen und dann adaptieren, dass gute Lösungen häufiger zufällig generiert werden als schlechte Lösungen. So, wie gesagt, allein zu dem Thema lokale Suche könnte man eine ganze viersemestrige Vorlesung hier gestalten. Soll Ihnen nur hier einen Einblick geben, der auch praktischer Natur ist. Also wie gesagt, wenn die Laufzeit jetzt nicht so dramatisch für Sie ist, wenn Sie nicht unbedingt in Echtzeit eine Antwort haben wollen und vielleicht nicht, bis Sie sich den nächsten Kaffee geholt haben, eine Antwort haben wollen, sondern ein bisschen mehr Zeit haben, dann ist das schon eine sehr praktische Möglichkeit, einfach so viel, wie Sie Zeit haben, lokale Suche zu wiederholen, mit zufälligen Lösungen beziehungsweise mit adaptiv dann vorzugehen. Also kann man dann in diesen Situationen wirklich empfehlen, so vorzugehen. An dieser Stelle Fragen noch oder Anmerkungen? Gut. Ich möchte dann noch zu einem weiteren Punkt kommen. Das wird dann der letzte Punkt heute sein. Nämlich, wir haben jetzt mehrere allgemeine algorithmische Ansätze kennengelernt, sowas wie zweistufiges Vorgehen mit verschiedenen Ausprägungen, was man sich darunter vorstellen kann. Divide and Conquer haben wir gesehen, dass Merges und Quicksort zwei Beispiele dafür sind. Wir haben dynamische Programmierung gesehen, wir haben jetzt Greedy-Algorithmus und lokale Suche gesehen. Damit soll es jetzt sein Bewenden haben mit allgemeinen algorithmischen Konzepten. Und ich will jetzt nochmal ein paar Fallbeispiele zeigen. Für einen Punkt, der immer sehr wichtig ist dabei, ist nämlich, dass man immer schauen sollte, Sie haben einen konkreten Anwendungsfall. Ihre Problemstellung abstrakt gesehen ist NP-vollständig. TSP beispielsweise, Runto-Probleme sind NP-vollständig. Aber Sie haben ein konkretes Anwendungsproblem, einen konkreten Anwendungsfall. Sie haben zum Beispiel Städte auf der Landkarte, die Sie durch ein Runto verbinden wollen. Ja, das ist ein sehr, sehr spezielles Datenprofil, was sehr viele Eigenschaften hat, die eine Zufallsauswahl, dass Sie die Punkte irgendwie zufällig in der Ebene platzieren, mit einem Zufallsgenerator, nicht haben wird. Ja, Sie haben die Städte aneinandergereiht entlang von Flüssen, dazwischen haben Sie Gebirge, wo es relativ wenig Städte gibt und so weiter und so fort. Und wenn es Städte im Gebirge gibt, dann meistens auch in den Tälern. Ja, Sie haben spezielle Strukturen und können sich überlegen,
das Beste daraus zu machen, eine möglichst gute Lösung, einen möglichst guten algorithmischen Ansatz zu basteln, der vielleicht allgemein fürs TSP nicht gut funktioniert, aber für Ihren konkreten Anwendungsfall mit den Städten in den Tälern und an den Flüssen, an den Meeresgestaden und so weiter, dort dann gut funktioniert. Das will ich Ihnen an ein paar Beispielen erläutern, einfach nur als Anregungen, worüber man so alles nachdenken kann, wenn man vor einer konkreten Problemstellung steht, die man möglichst gut lösen möchte. Möglichst gut heißt immer, es ist ein Zielkonflikt, auf der einen Seite möglichst schnelle Laufzeiten, auf der anderen Seite möglichst gute Lösungen. Da müssen Sie dann natürlich sich überlegen, wie Sie diesen Zielkonflikt auflösen wollen, dass Sie sagen, okay, ich will eine möglichst gute Lösung haben, die ich innerhalb von 5 Minuten Laufzeit herausbekommen kann, oder umgekehrt, ich will eine richtig gute Lösung haben, und dafür nehme ich auch in Kauf, dass ich nicht vorher sagen kann, ob das jetzt Wochen oder Monate oder Jahre oder was auch immer dauert. Irgendwo dazwischen werden Sie sicherlich Ihre Wahl treffen. So, ich hatte Ihnen schon mal gesagt, dass wir nochmal zum Rucksackproblem und zu dynamischer Programmierung zurückkehren werden. Wir haben ein paar Beispiele für dynamische Programmierung gesehen. Jetzt, die waren relativ einfach. Das war Fibonacci und Binomialkoeffizienten. Jetzt sehen wir noch einen alten Bekannten wieder als etwas komplizierteres Fallbeispiel für dynamische Programmierung. Ist aber hier vor allem ein Fallbeispiel für diesen ersten Punkt, Granularität. Und was das heißt, werde ich anhand dieses Beispiels dann nochmal erläutern und was das dann konkret für positive algorithmische Konsequenzen hat. So, Sie erinnern sich, was das Rucksackproblem ist. Wir haben die maximale Zuladung, wir haben die Güter, die wir mit dem LKW zum Basar transportieren wollen, wir haben jeweils ein Gewicht und einen Profitwert, und was wir wollen ist und entscheiden, was wir alles mitnehmen in den LKW, alles passt nicht rein, und so eine Auswahl zu treffen, dass das Gesamtgewicht nicht überschritten wird und dass wir an, was wir dann an dieser Auswahl an voraussichtlichem Verkaufsprofit haben, das zu maximieren. Das ist die Problemstellung, und wie gehen wir jetzt vor? Zunächst einmal, ich habe gesagt, dass das ein Fallbeispiel, ein weiteres Fallbeispiel für dynamische Programmierung ist. Sie erinnern sich vielleicht, was das bedeutet. Dynamische Programmierung ist immer dann anwendbar, wenn wir die optimalen Lösungen beschreiben können durch eine Rekursionsgleichung, durch eine Rekursion. Und was wir dann machen in dynamischer Programmierung, ist diese Rekursion zu ersetzen durch Bottom-up eine Schleife. Und wenn wir mehrere Parameter haben, wenn wir 2 Parameter hatten, wie zum Beispiel beim Binomialkoeffizienten, dann reden wir von einer Matrix, in der wir alle Zwischenergebnisse berechnen. Wenn wir nur einen Parameter haben, wie bei Fibonacci, dann wäre es ein Array, in dem wir alle Zwischenergebnisse berechnen. Wenn wir 3 Parameter hätten, wäre es entsprechend eine dreidimensionale Matrix und so weiter und so fort. Hier sind wir wieder bei einer zweidimensionalen Matrix. So, was heißt das, eine optimale Lösung durch eine Rekursion oder durch eine Rekursionsgleichung zu bestimmen, zu formulieren, zu definieren? Wir haben 1 bis n verschiedene Elemente, aus denen wir auswählen können. Die beste Auswahl aus diesen 1 bis n Elementen, da gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder das Element mit Index n ist nicht drin, dann ist die beste Auswahl aus den ersten Elementen, aus den n-Elementen 1 bis n, genau die beste Auswahl aus 1 bis n minus 1. Klingt jetzt ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge, aber Sie haben hier, das ist eine Möglichkeit, wenn das Element mit Index n nicht in der besten Auswahl drin ist,
dann ist die beste Auswahl von 1 bis n eben die beste Auswahl von 1 bis n minus 1. Logisch. Macht keinen Unterschied. Ansonsten, das ist der Fall, dass das Element mit Index n drin ist, haben wir dieses Element mit Index n plus die beste Auswahl für das, was dann noch übrig bleibt an maximaler Zuladung. Ja, neben dem Element n haben wir noch zur Auswahl dann natürlich die Elemente 1 bis n minus 1 zur Verfügung, wenn insgesamt die Auswahl aus 1 bis n ist. Und wenn wir in dem Fall sind, dass das Element mit Index n ausgewählt ist, dann bleiben für die restlichen, für die Auswahl der restlichen, natürlich Gesamtgewicht minus Gewicht von dem Element mit Index n übrig. Wir haben auf diese Art und Weise, wie gesagt, sieht erstmal auf den ersten Blick von hinten durch die Brust ins Auge aus, aber wir haben auf diese Art und Weise die Problemstellung, die wir hier haben, die beste Auswahl aus 1 bis n bei maximalem Gesamtgewicht groß G reduziert auf dieselbe Problemstellung nochmal, exakt dasselbe, nur mit anderen Eingabewerten, hier mit kleineren Eingabewerten, hier ist das Gesamtgewicht gleich geblieben, die Auswahl ist weiter eingeschränkt, nicht mehr 1 bis n, sondern 1 bis n minus 1. Und hier ist beides eingeschränkt. Die Auswahl ist nicht mehr 1 bis n minus 1, sondern 1 bis n. Und das Gesamtgewicht ist reduziert worden. Ja? Genau das ist doch eine Rekursion, dass wir den allgemeinen Fall 1 mit klein n und groß g reduzieren auf einen Fall mit kleineren Parametergrößen und so weiter bis zum Abbruch. Wo ist der Rekursionsabbruch? Naja, wenn n gleich 0 ist, wenn wir keine oder wenn wir Zuladung 0 haben, maximale Zuladung 0 haben, dann haben wir da natürlich nichts mehr. So, das heißt, wir sind in der Situation, von der wir gesagt haben, dass wir da dynamische Programmierung anwenden können. Wir haben eine Rekursionsgleichung. Wir können das Ziel, das wir erreichen wollen, beschreiben durch eine rekursive Formulierung und hat zwei Parameter, klein n und groß g, die Anzahl der Elemente und das Gewicht. Und zwei Parameter heißt wieder eine Matrix, eine zweidimensionale Matrix. Und genau das machen wir. So, wir haben jetzt eine Matrix mit Indexbereich 0 bis n, also leere Auswahl bis Auswahl 1 bis n. Und hier ist jetzt der entscheidende Punkt, warum das Ganze ein Beispiel ist, auch für Granularität. Hier kommt jetzt ein Punkt ins Spiel, den ich die ganze Zeit unterschlagen habe, der aber jetzt sehr, sehr wichtig wird. In der Praxis, in der Realität, wird die maximale Zuladung einerseits und die Gewichte der einzelnen Güter andererseits natürlich nicht beliebige reelle Zahlen sein, auch nicht beliebige rationale Zahlen, sondern sie werden einen Maßstab haben, Kilogramm zum Beispiel oder meinetwegen auch Vielfache von 100 Gramm oder, wenn Sie es genau wissen wollen, Vielfache von Gramm. Selbst wenn Sie Milligramm oder Mikrogramm haben, Sie haben immer einen Maßstab. Und Ihr Gewicht werden Sie immer angegeben als Vielfache von diesem Maßstab. Sie haben eine Granularität, Sie haben letztendlich ganze Zahlen, keine reellen oder rationalen Zahlen. Natürlich, indem Sie es umrechnen. 100 Gramm ist keine ganze Zahl, aber als Einheit 1, Vielfache von 100 Gramm sind dann die ganzen Zahlen. Und das können wir jetzt hier ausnutzen, dass wir sagen, wir bauen uns eine Matrix auf, was mit beliebigen reellen Zahlen gar nicht ginge, was aber mit ganzen Zahlen, mit ganzen Vielfachen unserer Basiseinheit geht, nämlich, dass wir einen Indexbereich haben, ganze Zahlen von 0 bis groß G. Je nachdem, wie Sie rechnen, also wenn Ihre maximale Zuladung eine Tonne ist und Sie rechnen in Gramm, dann haben Sie dementsprechend eine Million plus 1, diesen Indexbereich hier. Aber Sie werden, wenn Sie eine Tonne Zuladung haben, werden Sie bestimmt nicht in Gramm rechnen, Sie werden vielleicht in 100 Gramm rechnen oder sogar noch gröber. Dementsprechend
wird dieser Indexbereich nicht so groß sein. Die Matrix wird nicht extrem groß sein. So, und dann fangen Sie wieder an mit der Initialisierung von den Randwerten, die Sie wissen. Wenn die zulässige Gesamtladung 0 ist, dann ist natürlich das beste Ergebnis, was Sie kriegen können, 0, indem Sie eine leere Auswahl haben, und umgekehrt, wenn n gleich 0 ist, wenn Sie eine leere Auswahl haben, dann und nichts auswählen dürfen, dann haben Sie natürlich auch als Gesamtprofit 0. So, und jetzt gehen Sie wieder, jetzt machen Sie das, genau das, was wir, glaube ich, letztes Mal gesagt haben, bei Binomialkoeffizienten, zwei Schleifen ineinander geschachtelt. Sie müssen einfach nur schauen, also diese Schleifen gehen dann über alle Einträge der Matrix. Sie müssen nur schauen, dass diese beiden Schleifen in der Reihenfolge sind, sodass, also in der Reihenfolge alle Einträge der Matrix durchgehen, sodass das, was man zur Berechnung eines Eintrags einer Matrix braucht, schon vorher berechnet worden ist. So, und wie berechnen wir das? Das ist 1 zu 1 die Umsetzung unserer Rekursionsgleichung. Es gibt zwei Fälle. Entweder das beste Ergebnis für groß G und klein n ist das beste Ergebnis für groß G und klein n minus 1. Das ist der Fall. Sprich, an diesen beiden Stellen Matrix-Einträge schauen. An dieser Stelle den Matrix-Eintrag schauen. Oder das Beste, was Sie haben können für n minus 1 und für diese modifizierte Größe, für diese modifizierte maximale Zuladung. Und genau das sehen Sie hier. Das ist der erste Fall. Wir gucken erst einmal, was ist die beste Auswahl mit einem Element weniger, und gucken uns jetzt an, falls es jetzt doch besser ist, das andere Element, den anderen Fall zu betrachten. Falls er zu einem höheren Profit kommt, dann wählen wir den aus, den anderen Fall aus. Wir müssen hier noch vorher gucken. Falls dieser Ausdruck kleiner 0 wird, kleiner gleich 0 wird, dürfen Sie diesen Fall natürlich nicht betrachten. Nur wenn dieser Fall größer gleich 0 bleibt, dann dürfen Sie diesen Fall betrachten, weil Sie sonst aus dem Indexbereich hier der Matrix rausgehen würden mit negativen Indizes, was ja auch semantisch keinen Sinn machen würde. Ja, das ist 1 zu 1 die Übersetzung der Rekursionsgleichung, und am Ende gucken Sie an der Stelle für das gegebene n und das gegebene g, also der Matrix-Eintrag ganz unten rechts, und der gibt Ihnen dann tatsächlich die Lösung aus. Der gibt Ihnen dann die Lösung. Beziehungsweise, was Sie hier zunächst mal berechnen, sind erstmal nur die Profite. Ja, Sie haben es hier nur mit Zahlen zu tun, in dieser Matrix halt. So. Hier werden überall Zahlen offensichtlich miteinander verrechnet. Das sind die Profite. Schön, dass Sie auf diese Art und Weise dann hier am Ende herauslesen können, was der maximale Profit ist. Ist ja auch was wert. Aber natürlich möchten Sie am Ende wissen, was die beste Auswahl ist. Sie möchten nicht nur wissen, was ist der beste Profit, den Sie durch eine Auswahl, durch eine geschickte Auswahl bekommen können. Sie wollen auch natürlich auch wissen, was für Güter soll ich denn jetzt nun in den LKW packen? Welche soll ich reinpacken, welche nicht? Das können Sie dann hier mitverwalten, indem Sie sich an jedem Matrix-Eintrag merken, welcher der beiden Fälle, mit einem Boolschen zusätzlichen Wert an jedem Matrix-Eintrag, welcher der beiden Fälle jetzt eigentlich hier der bessere war, und dann wissen Sie, aha, wenn das der bessere war, dann ist das Gut Nummer I nicht hineinzubringen, und wenn das der bessere Fall war, der hier bei der Maximumsbildung die Größenwert geliefert hat, dann ist das Gut I mitzunehmen im LKW. Das kennen Sie schon, das Prinzip. Das ist genau dasselbe wie bei kürzesten Faden. Algorithmus von Dijkstra und ähnliches berechnet ja zunächst mal nur die Pfadlängen
Und an jedem Knoten verwalten Sie, wie sind Sie da hingekommen, von rechts oder von links, sodass Sie dann rückwärts konstruieren können, welche Möglichkeit da die bessere ist. Und hier genau dasselbe. Sie gucken sich an, hier hinten, welcher der beiden Fälle trifft jetzt hier bei klein n und groß g ganz am Ende zu? Aha, i war genommen worden. Dann müssen wir nach i-1j gehen, gucken uns da an. War jetzt i-1 genommen worden, nach derselben Logik und so weiter und so weiter zurück. Und so können Sie sich zurückfressen, wie, bis Sie zum Nullpunkt kommen. Sie können sich, wenn Sie wollen, als Übung zu Hause überlegen, dass das, was Sie hier sehen, auf dieser Folie, ein Spezialfall ist des längsten Wegeproblems. Also nicht kürzeste, sondern längste Maximierung, nicht Minimierung. Deshalb steht da ein Max, wo jeder Matrixeintrag ein Knoten ist und Sie haben eine Kante von i-1j nach ij und von i-1 und dem nach ij. Überlegen Sie sich das, wenn Sie wollen, dass Sie das genauso gut auch als ein längstes Wegeproblem verstehen können. Und tatsächlich können Sie sich auch noch weiter überlegen, aber das ist alles, was ich jetzt gerade sage, nicht klausurrelevant, versteht sich, dass der Algorithmus von Dijkstra nichts anderes ist als ein Spezialfall von dynamischer Programmierung. Aber wie gesagt, diesen Punkt, diese Verbindungen sind jetzt nicht klausurrelevant. So, an dieser Stelle macht es jetzt keinen Sinn, ein neues Thema anzufangen, also ein neues Unterthema anzufangen. Ich werde dann beim nächsten Mal, denke ich, dieses Thema hier beenden. Und danach, wenn ich diesen Foliensatz beendet haben werde, Futur 2, wenn ich diesen Foliensatz beendet haben werde, dann, Sie haben ja mitbekommen vielleicht, dass ich alte Klausuren eingestellt habe in Moodle, dann werde ich durch diese alten Klausuren mit Ihnen hier gemeinsam durchgehen, um dann nochmal gegebenenfalls Fragen zu klären und Ihnen gegebenenfalls auch noch ein paar Erläuterungen dazu geben. So, für heute möchte ich mich erstmal bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Wieder am Donnerstagmorgen um 8 Uhr wiederzusehen. Bis dann.